meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um den Kartensketch und diesmal Kartensketch Nummer 7. Wie immer ein weißer Kartenrohling und die Karte wird in Rosatönen gehalten werden. Es wird wieder eine Geburtstagskarte und als erstes brauchen wir ein Designpapier für den Hintergrund und da habe ich mich für dieses hier entschieden und das hat die Maße 10 mal 14,5 cm. Das ist dann unser Hintergrund. Dann brauchen wir ja hier diesen Streifen, der da drunter zu sehen ist. Und da habe ich einmal so ein helles roséfarbenes Papier. Und obendrauf kommt dann ein Designpapier. Das roséfarbene Papier hat die Maße 10 mal 4. Und das kleine Stück Designpapier hat die Maße 9,5 x 3,5. Das wird dann hier in die Mitte geklebt. Und dann brauchen wir noch das Mittelteil. Und da habe ich hier schon mal ein Stück vorbereitet. Das schaut so aus. Und diese Bordüre, die hier unten ist, da habe ich hier eine Randstanze vom Action genommen mit diesen Bubbles, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und habe das ausgestanzt und dieses Stück hat die Maße 9 mal 7,5 und das ist dann dieses Stück, was hier in die Mitte kommt. Und dann kommt da noch der Happy Birthday Spruch drauf, den habe ich hier auch schon mal ausgestanzt. Die Stanze war auch mal vom Action und dann wird das alles hier nur noch festgeklebt und schon ist die Karte wieder fertig. Das Ankleben machen wir jetzt noch schnell und zwar für dieses dünne Designpapier nehme ich natürlich wieder meine geliebte Klebemaus. Mal hier mal ein bisschen schieben, so. Noch schön. So, dann werden wir erstmal das dünne Papier auf das andere draufkleben. So. Und dann kommt das auf die Karte. Also irgendwie ist diese Klebemaus jetzt. Die ist mir heute nicht so. Das gucken wir mal. So. Und dann müssen wir noch das Stück kleben. Die will halt nicht so, wie ich das möchte. Und wie ist die? So. Und das machen wir schön mittig. Genau. So, und den Spruch, den müssen wir natürlich mit was anderem kleben. Da habe ich hier diesen Klebepen von Bottinette, weil das ist ja hier so ein bisschen filigraner. Und da mache ich mir hier einfach so ein paar einzelne Punkte, wo die Klebestellen sozusagen auch ein bisschen größer sind und ein bisschen breiter, dass der Kleber da nicht so groß rausquillt sozusagen.
So, ja, mein I-Punkt ist weg. Der war so klein. Na gut, dann müssen wir uns halt nochmal einen neuen I-Punkt machen. Da ist der kleine I-Punkt. Hat er sich doch noch angefunden. Hat er sich hier versteckt auf der großen Fläche. So, somit ist die Karte fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss!